Wir bekommen einen brandneuen Charakter in Pokémon Go. Genauso wie Hisui Sneebel bei dem Routen-Event. Neues Update mit neuem Ladebildschirm. Wieso vibriert euer Handy auf einmal? Und noch ein paar andere Dinge. Wir starten, glaube ich, direkt mit dem Ladebildschirm. Da sehen wir uns wie immer alle Pokémon an. Schnee so schee, da kommt richtig Winterfeeling auf. Die Winter-Enjoyer, die sich freuen, dass um 16 Uhr schon Nacht draußen ist. Nein, ich mache nur ein bisschen Spaß, aber ich bin ganz klar Team Sommer. Wir haben Hisui Voltoball. Kann man mal halten. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, dass man sich da nicht irgendwie einen kleinen Stromstoß einfängt. Daneben Wuffles. Und hinter diesen beiden Trainern, da haben wir die Hisui-Starter. Nämlich Hisui Silvaro. Dann Tornupto. Und Atmurai. Diese drei werden wir vermutlich alle in einem Raid Day bekommen. Für Atmurai ist der Raid Day schon angekündigt worden. Im Vordergrund Pikachu ohne Kostüm. Ich glaube mittlerweile, dieses Pikachu ist seltener als die mit Kostüm. Nein, ich mache nur ein bisschen Spaß. Und dann ein Anton. Anton. Üblicherweise haben oder manchmal haben die Pokémon, die man auf dem Ladebildschirm sieht, irgendwas mit einem Event zu tun. Doch bei Anton würde mir spontan, oder auch bei Wuffles, Hisui Voltoball macht Sinn wegen Hisui, aber da würden mir noch keine Dinge einfallen. Da kommen Erinnerungen von vergangenen Ladebildschirmen auf, auch so irgendwie Ende des Jahres. Wir haben hier Pi, Pichu, Fluffeluff und Togepi. Oben auf der Veranda, da steht eine Trainerin mit einem Visor im Arm. Beide blicken aufgeregt dem Himmel oder Horizont entgegen. Entweder bemerken sie gerade die Sternschnuppe oder den Ballon von Team Go Rocket. Doch nicht nur der schwebt durch die Lüfte, sondern auch Shen Long, ein Typ Normal Drache. Mondneujahr, Lunar New Year, das Jahr des Drachen. Da kann man sich auf jeden Fall auf Shen Long freuen. Boah, oder direkt so ein komplettes Drachen-Event mit ein paar besonderen Typ-Drache-Pokémon. Würde ich auch feiern. Und dann haben wir noch ein wenig im Hintergrund. Noch ein bisschen mehr hier bei den Babys, bei dem Baum. Da hat Niantic ein Shiny Taubsi versteckt. Okay, mittlerweile kann ich euch damit nicht mehr bekommen. Sorry. Das war doch so offensichtlich. Doch mit dem neuen Update hat man nicht nur einen neuen Ladebildschirm. Mir wäre direkt mal das Handy aus der Hand gefallen. Ich wusste nicht, was. Wieso vibriert das nun? Wenn man verschiedene Aktivitäten, verschiedene Aktionen im Spiel durchführt, dann fühlt man so ein kleines haptisches Vibrieren. Pokéball antippen, dann bei den Geschenken, bei der Postkarte, wenn man die speichert, wenn der Ball trifft. Finden manche vielleicht gut oder angenehm oder schön. Ich habe das aber direkt in den Einstellungen deaktiviert. Weitere wichtige Dinge oder so nennenswerte Dinge habe ich oder haben wir, hat man in dem neuen Update noch nicht gefunden. Das Routen-Event wurde auch angekündigt, startet schon am Dienstag. Und da bekommen wir einen brandneuen Charakter, namentlich Matteo. Laut Ankündigung wird Matteo schon einen Tag vor Eventbeginn bei Routen auftauchen. Man macht eine Route fertig, dann sieht man den rumstehen, vermutlich genauso wie Team Go Rocket oder einen der Rocket-Bosse Giovanni und Co. Und am Ende der Route kann man mit Matteo interagieren, nämlich kann man Geschenke tauschen. Hört sich irgendwie an wie ein Wundertausch, denn offenbar bekommt man dann ein Geschenk von einem anderen Trainer. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel erwartet, dass man da Pokémon tauschen kann oder irgendwas eintauschen kann und dann Gegenstände erhält. Momentan bringt man anscheinend ein Geschenk zu dem Matteo, kann auch einen Sticker hinzufügen, sollte man das für eine Feldforschung benötigen. Und irgendein anderer Trainer erhält dann bei dieser Route vielleicht mein Geschenk mit meinem Sticker, von wo auch immer ich das Geschenk habe. Und man kann wohl nur einmal pro Tag mit Matteo tauschen. Sollte man irgendwo auf Urlaub sein oder vielleicht Routen in der Nähe von irgendeinem Bahnhof, einem Flughafen,
Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dort vielleicht das eine oder andere internationale Geschenk erhält für die anderen Vivian. Ein paar Boni bekommen wir auch. Und es geht hier in der neuen Season vielleicht wirklich ein wenig um Brüten. Na, weil die Brütdistanz wird halbiert in dem Event. Man bekommt mehr EP, nämlich die fünffachen für brandneue Pokestops, die mit dem weißen Kringel drumherum. Und die dreifachen EP einfach nur für einen Pokestop. Und den doppelten Sternenstaub, wenn man Sternenstaub in einem Geschenk erhält. Okay. Es wird eine befristete Forschung gratis geben, genauso wie eine Spezialforschung, bei welcher man in dieses Feature mit Matteo eingeführt wird. Apropos Einführen, mit dem Event wird Hisuis Nibel neu in Pokémon Go eingeführt, kann man jedoch leider nicht in der Wildnis fangen. Von daher, brüten, brüten, brüten. Hisuis Nibel taucht neben fünf anderen Pokémon in den 7-Kilometer-Eiern auf und auch in Feldforschungen. Da würde ich einfach mal raten, keine Ahnung, brüte drei Eier aus oder gewinne einen Raid oder mache eine Route. Ich glaube, sowas hatten wir noch gar nicht. Doch, wieso nicht? Definitiv keine einfache Feldforschung wie fange fünf Pokémon. Ich hoffe, ich liege falsch, kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Vorstellen möchte ich dann auch noch die wilden Pokémon. Ein kleines Highlight für Go-Kampf-Liga-Freunde eventuell, Volley, hatten wir schon ultra lange nicht mehr und die Entwicklung ist wirklich stark in der Go-Kampf-Liga. Und bei Capoeira weiß ich jetzt schon, dass ich dort alle meine Hyperbälle verbraten werde. Wieso wir momentan so viele Pokebälle bekommen, wird dann noch in einem neuen Beitrag hier erklärt. Mit PokePost habe ich schon vorgestellt in einem Video. Da habe ich vermutet, könnte vielleicht daran liegen oder weil wir immer so rund um Weihnachten viele Pokebälle erhalten. Eventuell hat Niantic das schon versehentlich ein bisschen früher aktiviert und sie haben es nicht bemerkt. Mal ein guter Fehler, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall viele extra Pokebälle. Und hier nochmal die Einblendung in Deutschland. Da werden an drei unterschiedlichen Orten so kleine Pop-Up-Stores aufgestellt. Und da könnt ihr euch dann anstellen und eine Pokémon-Karte erhalten. Na gut, Matteo wird kommen. Schauen wir mal, was der Start der neuen Season für uns bereithalten wird. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.